wenn hier ein paar Farbreste sind, das ist nicht schlimm, weil ich weiß, ich gehe da nachher sowieso mit Farbe drüber. Ich kümmere mich jetzt eher nochmal um meine Wellen. Hol noch mal ein bisschen Farbe raus. Das muss auch nicht so ordentlich sein. Ich gehe ja nachher auch noch mal mit weißer Farbe drüber oder mit helleren Farbtönen, mit gedeckten Farben. So, jetzt wieder trocken. Jetzt nehme ich kleinere Pinsel und gehe mal mehr in die Wellen. Und dafür nehme ich auch wieder meine Mischtöne. Weiß und Blau. Blau. Der ist nicht geeignet. Ich brauche eher so einen Pinsel. Damit kann ich die Farbe besser rüber schubsen. Bisschen heller holen.
jetzt habe ich schon die Tiefe hier in dem Meer reingebracht. Jetzt setze ich noch Wellen drauf und gehe wieder an die Oberfläche. Nehme wieder erst einen helleren Farbton. Ich nehme einen sauberen, nassen Pinsel und verteile die Farbe nur ein bisschen, dass es natürlicher aussieht, nicht so draufgesetzt. Und ziehe es immer so ein bisschen über die Oberfläche. Also ein nasser, sauberer Pinsel in die nasse Farbe. Und ein bisschen wieder wegnehmen, dass nur die Kante vorne bleibt und den Rest ziehe ich über die blaue Fläche. Jetzt kann ich nochmal hinterherziehen. Mit dem Trocknen. Jetzt haben wir das Meer noch nicht fertig, aber wir brauchen jetzt mal diese Fläche, damit wir überhaupt wissen, wie es hier weitergehen soll. Und dazu mische ich mir mal so einen Matschton, so einen Sandton und gucke mal, dass da jetzt noch mal so ein bisschen was passiert.
Jetzt machen wir dann noch mal ein bisschen mehr die Wolken und gehen jetzt mal mit Weiß bei. Weiß haben wir ja noch gar nicht bei, das haben wir ja nur rausgeholt. Und ich nehme das, was wir rausgeholt haben, einfach noch mal auf und ziehe da so ein paar weiße Wolken nach. Jetzt nehme ich dieses Weiß ganz dünn. Ist über dem Meer. Ich ziehe also erst das Weiß dick drauf. Und dann wird meine Farbe immer dünner und immer dünner. Ich verteile das. Und jetzt verwische ich das Weiß nach unten. Und oben bleibt die scharfe Weißkante. Nach unten verwische ich das Weiß und oben bleibt die Kante, weil ich ja hier in die Wolkenstruktur reingucke.
hier genau das Gleiche. Wieder nicht einfach nur malen und stehen lassen, sondern auch wieder hier und da was wegnehmen. Und da kriegt man einfach automatisch ein Gefühl für, ich nehme manchmal auch wieder zu viel weg, dann ziehe ich es eben nochmal nach. Das ist alles nicht so dramatisch. Wenn es nicht so gut weggeht, dann einfach auch noch mal ein bisschen nass machen. So. Jetzt habt ihr also die Technik wieder kennengelernt. Lasur ist aber auch ein bisschen gemischt. Ist nicht nur Lasurtechnik, ist auch zum Teil eben ein bisschen nass in nass. Ich habe mir viel Zeit gelassen beim Bildaufbau. Also die Perspektive, das Meer, die Bewegung. Bin ich immer wieder bei gewesen, habe mir überlegt, wie setze ich jetzt wirklich die Wellen. Bin dann nach und nach dunkler geworden, habe die Tiefe reingebracht in das Bild, beziehungsweise in das Meer, eine Tiefe reingebracht. Bin also immer dunkler geworden und habe dann nachher das Helle obendrauf gesetzt.